Herzlich willkommen zum Gemüsefan-Podcast. Ja, und wie ihr seht, hat der gute alte Tomate uns wunderschöne TikTok-MenschInnen vorbeigebracht. Jo, Was hallo hat's denn Arti, damit hallo. auf sich? Hallo junges Gemüse. Ja, ich bin hier durch ein anderes YouTube-Video auf so eine TikTokerin gestoßen, die heißt Caroline MXK und die hat ziemlich coolen Ragebait gemacht, sag ich mal. Also sehr provokante Dinger rausgehauen und ich dachte, wir schauen uns das einfach mal an, weil ich fand es schon sehr lustig. Okay, dann fangen wir mit dem ersten Clip an hier. Ja, bitte sehr. Und es geht nicht. Ich bin die Tochter von dem Arzt. Natürlich hat bei mir ein Mann, der 1,5 Netto im Monat verdient, keine Chance. Nein, aber mal ehrlich, was Ja, denkt ihr euch eigentlich? Was denkt ihr euch, dass ich einen Mann nehme, der mir nicht mal den Lebensstandard ermöglicht, der hat schon mein Leben lang ermöglicht? Und der Witz ist, das sind halt einfach meistens auch noch die Männer, die dann kommen, wenn man irgendwas erwartet, eine kleine Aufmerksamkeit oder mal Blumen mitzubringen oder mal ausgeführt zu werden, die dann auch noch so dreist sind und sich erlauben zu sagen, so, hast mir doch auch noch die Blumen mitgebracht. kurz Pause. Excuse Also das finde ich so geil, dass es dreist ist, dass man auch eine Gegenleistung will. Also excuse me, sagt sie, oder? Also sie erwartet offensichtlich, dass der Mann ihr alles gibt und ja, Gegenleistung ist halt dann, naja, ich bin halt da, ich bin für dich verfügbar, so nach dem ab und an Motto. mal Sex, so wahrscheinlich, Ja, ja. ja, ja. Das Ich sehe war's. doch gut aus, so. Also wirklich. Ah, sie ist so stumpf, die Frau. Herrlich. Mach weiter. Excuse me? Ist gerade dein Ernst? So, bringst nichts mit an den Tisch? Dann 1,5 erwartest du Netto. 50-50 oder meinst Princess Treatment der Frau zu bekommen? Dann aber wann ist es normal geworden, dass Männer nichts mehr bieten müssen? Was ist denn Princess Treatment? Naja, Princess Treatment ist, wenn der Mann die Frau wie eine Prinzessin behandelt und Nee, sie hat es da. ja andersrum gesagt. Wenn du erwartest, Princess Treatment von einer Frau zu bekommen, weißt Ja, du? das fand ich nämlich auch tatsächlich sehr komisch, aber glaub mir, Princess Treatment ist schon so, wie ich es gesagt habe. Also wenn Männer Frauen sehr verwöhnen, sie meint halt, dass andersrum Männer nicht dieses Princess Ach Treatment so, okay, bekommen. ich verstehe, Also, weißt du, das ja. ist halt für die Prinzessin, für die Frau in ihrem Weltbild. Ja, also sie Schön. hat schon doch ein sehr altmodisches Weltbild. Das finde ich ja, fast Da passt sympathisch. Basis. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber hier natürlich ins andere Extrem hin. Also die ist auch sehr Gar materiell. nichts. Ach so. Habe ich noch nicht Nein. gemerkt. Ja, auch schön, wie die aussehen, muss man tatsächlich sagen. Also sehr geschminkt und ja, also meins wäre es auf Absolut keinen Fall. überschminkt. Also ganz schlimm. Absolut, absolut. Mach gerne Verloren weiter. gegangen, dass Männer Providers sein wollen, dass Männer der Frau etwas bieten können wollen. Dass Männer es als ihre Aufgabe sehen, der Frau Sicherheit, finanzielle Freiheit, Liebe, Aufmerksamkeit und so weiter und so Mach mal weiter zu kurz bieten. Pause. Das stimmt ja alle. Das ist ja alles schön und gut. Das ist ja alles schön und gut. Was bietest du denn? Was bietest du denn? Also eine Tradwife würde halt dann bieten, sie erzieht die Kinder. Bist du Ja, auch sie dafür? stärkt dir den Rücken. Sie Ja, stärkt sie den hält Rücken, dir im ja? Hintergrund alles frei. Kannst du Genau. das? Und vor allem, ja, nimmst du dir halt die wahnsinnig schwere Arbeit der Kindererziehung ab oder passt auf die Kinder auf, während du arbeiten gehst. Jetzt zumindest im traditionellen Rollenbild, wenn man die Arbeit so traditionell verteilt. Willst du das tatsächlich auch so? Oder willst du wirklich einfach nur, dass der Mann dieser Provider ist, wie du sagst, der Versorger, und du bietest dafür nichts? Was bietest du denn dafür? Das ist die Frage. Na, vielleicht kommt es ja noch, es ist ja noch ein bisschen. Vielleicht, vielleicht. Denken. Bedingungslos, bedingungslos. Ohne irgendwas in Turn zu erwarten. Und wenn ich sowas sage, Ja, dann meine stopp, ich stopp, nicht. stopp. Okay, also sie kann ihre Liebe anbieten und das war's. Oder Genau. was? Ja, bedingungslos. Sie will diese Behandlung bedingungslos, ohne dass der Mann dafür etwas erwarten soll. Und genau das ist halt dieses Absurde. Also das ist irgendwie Feminismus auf 400%. Kindergartenniveau einfach. Ja, es Ja. ist wirklich albern. Also ich kann nicht Also. mal erwarten, dass ich abends, wenn ich mit ihr im Bett liege, sie mir da ein bisschen, wie soll ich sagen, die Sorgen zerstreut. Das nicht mal das kann ich erwarten. Und ich meine es nicht mal auf sexueller Ebene, sondern einfach, dass sie ja, mich da stärkt, seelisch. Nicht mal das. Im besten Fall schlafe Wahrscheinlich ich bei ihr nicht. auf der Couch oder was?
Geil. Wahrscheinlich nicht. Ich meine, sie ist die Prinzessin, du bist quasi der Diener. Und vor allem, wenn du unter 1.500 Euro netto verdienst, ja, dann sowieso. Wenn ich unter 1.500 Euro netto verdiene, dann Bürgi. Ja, das kriege ich nicht auf. Netto. Genau diese Männer angegriffen, die genau sowas erwarten. Und Jungs, nein, nein, dann bleibt kleine Jungs, die irgendwelche Mädels, die nur irgendwelche Mädels abbekommen, ihren eigenen Wert nicht erkannt haben und die einfach denken, sie können sonst keinen abbekommen. Aber an die Mädels da draußen, wenn ihr wüsstet, was es für Männer gibt auf dieser Welt, was sie bereit sind, euch alles zu bieten, dann würdet ihr auf so ein Minimum an Engagement, würdet ihr das auch nicht merken. Okay. Ja, das war das Video. Ist ein Traum. Ich versuche mir sie die ganze Zeit ohne Schminke vorzustellen, aber ich krieg's nicht hin. Ja, die ist schon wirklich sehr krass geschminkt. Auf jeden Fall. Also, sieht man auch in den anderen Videos. Wir machen vielleicht mal noch ein, zwei von der. Ich finde, die ist ja sehr sympathisch, die Frau. Jetzt wird's noch absurder. Jetzt wird's noch absurder. Gott, die Fingernägel. Ja, um Gottes Willen. Was ist da passiert? Okay. Meine Lieben, wir reden jetzt über ein Thema, da kommt ehrlich gesagt schon das, wenn ich nur drüber nachdenke, weil ich rede da auch aus der Perspektive von einer Frau, die in ihrer Vergangenheit schon mal dafür verurteilt worden ist, das von einer Person, die ich damals sehr geliebt habe, wo ich da... Was, vom Gericht verurteilt? Nee. Ich glaube nicht. Nein, von einer Person. Ich dachte auch, dass ich den Rest meines Lebens mit ihm verbringen werde, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Es geht um das Thema Bodycount. Wenn man sich einfach mal die Kommentare oder die Kommentare unter meinen Videos anschaut, die alle heißen, ja, sowas zu erwarten, aber dann irgendwie, keine Ahnung, wie viele Vorbesitzer gehabt zu haben oder schon 100.000 Kilometer gefahren, wo ich mir denke, so fällt euch nichts Besseres ein, als die Frau mit einem Auto zu vergleichen, aber euch kann man eh helfen. Ich meine, dass Männer... Stopp kurz. Also, du willst nicht, dass Frauen mit einem Auto verglichen werden, aber selbst achtest du bei Männern nur aufs Geld? Also zumindest habe ich das in dem ersten Video rausgehört. Er muss der Provider sein und alles für dich machen. Also das ist irgendwie alles so einseitig. Ja, ja. So, und jetzt geht's hier um das berühmte Thema Bodycount. Machen wir weiter. Die Jungs wirklich der Meinung sind, dass der Bodycount einer Frau auch nur irgendwas auszusagen hat über ihren Wert oder ihren Charakter, ist einfach nur peinlich. Ich meine, was juckt euch das? Wirklich, aber was juckt euch das? In welcher Welt, in welchem Universum hat es auch nur irgendeinen Impact auf euer Leben? Also, um bei dem Autobeispiel zu bleiben, wenn mein Auto schon 30 Vorbesitzer gehabt hat, dann wird es wohl nicht mehr das Beste und Frischeste sein. Ja. Weiß also, ist ein Speer. Mit dem Thema Bodycount halte ich so ein bisschen so mittel. Also, ich bin jetzt auch kein Verfechter, also kein Typ, der übelst ausrasten würde, wenn die Frau mehr als, was weiß ich, 4 Männer davor hätte. Oder so. Also es gibt für alles, sage ich mal, einen Rahmen. Ich denke auch, die Grenze ist fließend. Ne? Die Grenze ist fließend, vor allem, gut, folgendes. Ich kenne zum Beispiel eben Mädel, die hatte ein paar mehr früher und die ist da aber auch sehr reflektiert drüber, dass das voll scheiße war. Dass es halt mal eine Phase war in deinem Leben, wo es dir schlecht ging. Und da finde ich es zum Beispiel bei der okay. Bei anderen, die da halt voll dahinter stehen oder das gar nicht einsehen, warum das komisch ist, da finde ich es kritischer. Ja, ich denke, das ist halt auch eine Funktion der Zeit. Also wenn du einen Bodycount, sag mal, keine Ahnung, von 30 hast und bis 16, dann ist halt irgendwas schiefgelaufen. Ja, klar, ja? Klar. Das ist halt das Ding. Also es ist da schwierig, irgendwie eine genaue Zahl zu nennen. Also will ich aber jetzt auch nicht gerne machen. Ergeben sich halt Tendenzen. Ja. Ja. Aber was und vielleicht wie du interessant sagst, ist, dieser Peak vor 10 Jahren war und seitdem ist sozusagen mehr oder weniger Ebbe, dann hat ja die Person auch eine gewisse charakterische Wandlung durchgemacht. Ja, genau, ja. Genau das. Was ich jetzt interessant fände, vielleicht mal ein Aufruf an die Zuschauer. Was wäre denn euer, wenn ihr einen Bodycount habt, wenn ihr darauf wirklich krass achtet, also einen Maximum, was die Frau gehabt haben darf an Sexualpartnern, was ist das und in welchem Alter? Das würde mich einfach mal interessieren. Ich würde es gar nicht auf Frauen beschränken wollen, also auch bei Männern. Auch gern bei Männern. Ja? Auch gern bei Männern, genau. Wenn du als Frau so einen Don Julio abkriegst, der ja. Alles, was bei drei nicht auf dem Baum ist, ne? Das ist ja auch kein
verlässlicher Partner für dich in Zukunft. Ja, auf jeden Fall. Auch nichts vormachen. Also die Frauen, die wenigen, die wir haben als Zuschauer, dürfen auch gern kommentieren. Okay, bitte weiter. Auf eure Beziehung, auf keine Ahnung was, mit wie vielen Männern die Frau davor schon was hatte. Ich weiß nicht, ist euer Ego, habt ihr da Ego-Komplexe ertragen, dass die Frau nicht sich für euch aufgehoben hat, ohne dass sie überhaupt wusste, dass... Mach mal kurz Pause. Naja, Ego-Komplexe ist wahrscheinlich nicht das Thema. Das Problem ist ein Stück weit der Charakter der Frau. Also es lässt halt ein Stück weit auf den Charakter schließen. Also die Frage ist ja vor allem, hast du jetzt eine Frau vor dir, die treu ist? Oder ist es eine, die wirklich richtig extrem sexhungrig ist und bei der du Angst haben musst, dass sie, wenn sie irgendwen sieht, den sie toll findet, den dann bespringt? Genau, also aus einem gewissen Blickwinkel ist es halt, da hat sie schon recht, Ego-Ding, weil du im schlimmsten Fall halt auch einer derjenigen bist, die sozusagen vorher mit ihr was hatten. Also du könntest der nächste Ex sein. Ja. Das nagt halt. Klar. Also wenn mir jemand erzählt, ich hatte jetzt hier in den letzten 5 Jahren 60 Partner, dann denke ich mir, na, das wird jetzt wahrscheinlich nichts längerfristiges werden, oder? Ja, und vor allem auch das Thema Stabilität irgendwo. Also wenn jetzt eine Frau selbst, also ja, wie gesagt, wenn die sich mal in jungen Jahren ein bisschen austobt, meinetwegen. Mhm. Ich bin nicht kein Fan von, aber meinetwegen. Aber wenn die jetzt auch noch im höheren Alter, vielleicht ab 30, irgendwie extrem viele hat, oder keine längere Partnerschaft mal hatte, vielleicht dann, dann frage ich mich schon, ist die eine geeignete Partnerin für mich? Genau, das wird dann mit der Bindungsfähigkeit immer schwieriger. Richtig, richtig. Weil man tut ja natürlich irgendwo als Mann, oder ich zumindest, eine Frau suchen fürs Leben, mit der man sein Leben verbringt, vielleicht sogar Kinder irgendwann hat, keine Ahnung, all diese Sachen. Mhm. Und da brauchst du halt nun mal eine Frau, die stabil ist und nicht eine Frau, die dir irgendwann abhaut. Richtig, ja. Ja, gern weiter. Ah, ich habe meinen Gedanken sein vergessen. Egal, weiter. Okay. Nein, aber was erwartet ihr eigentlich? Ich bin eine intelligente Frau mit einem großen Herzen und wer dann meint, der Bodycount wichtiger ist als solche Werte, der ist wirklich verloren. Sagt sie uns ihren Bodycount? Nein, auf keinen Fall, das glaube ich nicht. Ja, wir können das schätzen. Ich kann doch nicht mit einem Mann zusammen sein, wo ich weiß, wäre mein Bodycount ein anderer gewesen, dann hätte er mich nicht genommen. Ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Wie können... Nee. Also ich würde sagen, wenn dein Bodycount niedriger ist, wäre das dem Mann scheißegal. Wenn er dich zu dem jetzigen nimmt. Wenn er allerdings höher wäre, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit. Das im Ding Sinne ist einer langfristigen Beziehung, ja. Arti, jetzt vielleicht mal unter uns. Ich frage mich so ein bisschen, jetzt, wir haben jetzt dieses Thema Bodycount hier. Muss man das denn überhaupt so bereden? Also die Frau, die viele Partner hatte, die wäre doch eigentlich gut daran getan, einfach zu schweigen oder darüber zu lügen. Jetzt mal ganz im Ernst. Naja, das ist die Frage, ob, also jetzt ganz zugespitzt ausgedrückt, ob man sich dafür schämt oder nicht. Wenn du damit bist als Frau, dann wirst du das irgendwann irgendwie schon mal durchsickern lassen. Ja, ja. Dass du ganz viele Exes gehabt hast. Ja, und dann ist es ein Problem für den Partner. Ich bin halt der Meinung, wenn man jetzt wirklich sich bewusst ist, scheiße, ich hatte viele. Und ich finde, ich habe jetzt einen Mann vor mir, er findet das richtig scheiße, dass ich so viele hatte. Also dann würde ich als Frau, wenn ich sage, der ist ansonsten der Typ fürs Leben, ganz ehrlich, das klingt übelst mies, aber dann würde ich wahrscheinlich lügen. Das klingt übelst mies, ich weiß, aber um den nicht zu verlieren. Das ist dann halt so Lügen durch Weglassen. Also du kannst ja dann sowas sagen mit, ich habe mich damals ausgelebt oder so, weißt du, ohne konkret zu werden. Hatte meine wilde Phase, wie das ist vorhin so schön. Und habe da Erfahrungen gesammelt und das kann ich doch jetzt dir geben, Schatzi und so weiter. Das in die Richtung geht das schon. Klar. Ne? Machen wir weiter. Genau. Also der Mann sagt dir dementsprechend, all deine Liebe, die du ihm schenkst, deine Aufmerksamkeit, deine Eigenschaften, deine Fähigkeiten, wären ihm einfach nichts wert, wenn dein Bodycount eine andere wäre. Alter, geht's euch noch gut? Bei euch frage ich mich wirklich so, wo seid ihr falsch abgebogen? Ja, gut, gut. Schönes Match. Ja, so, und wenn man mit... Wir machen vielleicht nur noch ein, zwei Videos.
Wollen wir das oder das, das 10 geht von ganz 10? Kurz. Ja, gut, okay, das, Sekunde, das ist super, ja. Also ich lese mal vor, ich will keine Frau, die auf Geld aus ist, schreibt sie. Ja, ja. Oh Gott, das genau. Ist ein schlechter Winkel von ihr, finde ich. Auf jeden Fall. Also das Bild, du siehst halt auch, wie sie glänzt. Also sie glänzt halt so krass von Schminke, es ist heftig. Echt nicht schön. What glass? A little glass dish in the microwave. Got it. I close the door. Which door? The door to the microwave. Ah, okay, herrlich. Also ja, sie beschwert sich halt über Leute, die weniger als, die nur in Anführungszeichen 1000 netto verdienen, wobei ich das nicht wenig finde eigentlich. Und also eure Armut kotzt mich an, okay. Ja, genau so, genau dieses Ding. Komm, die zwei anderen schaffen wir auch noch, oder? Oder frei. Das zumindest noch. Das letzte ist, ja doch, wisst was, die sind alle lustig, hau rein. Ja. Weiter geht's. Auslösen. Aber Leute, ich kann auch als immer ein Provider-Man wünschen. Was das Ganze zum Problem macht, sind nicht Frauen wie ich, sondern Männer, die sich in die entgegengesetzte Richtung entwickeln. Ich meine, Männer von heute sind einfach nicht mehr wiederzuerkennen. Ich meine jetzt im Gegensatz zu damals. Ich meine, was haben Männer früher gemacht? Die sind jagen gegangen. Die haben... Ich war dabei. Ja, früher war alles besser. Da sind die noch jagen gegangen. Was die hier schwurbelt, ist schon. Das ist schon fein. Ganze Imperien aufgebaut. Die haben ihre Welt zu Füßen gelegt. Was machen die heute? Die fragen sich nur noch so, ja, und was? Ich glaube, den Clip kenne ich sogar irgendwoher. Egal. Ja, vor allem, warte, stopp. Was bringt meine Frau mit an den Tisch? Natürlich, wenn du sagst, du bist eine emanzipierte Frau, dann heißt das eben, dass du auch was an den Tisch bringen solltest. Also, ich finde, das widerspricht sich halt total. Dieses Ding, emanzipierte Frau sein und Provider-Mann. Also, entweder oder, bin ich der Meinung. Naja, aber ihr Beispiel, was sie vorgebracht hat mit diesen Männern, die das Imperium hochgeschaufelt haben, ja? Ja, die haben sich doch dann nicht mit irgendeiner Dorftroller dann verheiratet, sondern mit irgendjemandem vom Adel, der eine große Mitgift hatte oder irgendwie ein weitreichendes Familien- und Machtnetzwerk. Ne? Ja klar, standesgemäß. Richtig, ja. Da, also sprich, was hat es ihnen anzubieten? Ja, Macht und Geld. Was hast du anzubieten? Richtig. Aufgeschminktes Schwinge im Gesicht. Ja. Ja. Und ein Bodycount. Yeah. Ja, über den wir lieber nicht reden. Okay, weiter. Oh, das Essen zahlt, das Date zahlt. Hier. Ich weiß nicht, aber Maskulinität und Feminität sind aus dieser Welt geschaffen. Und ich persönlich finde es schade. Weil es ist einfach so, dass immer die Frau, die eben Karriereambitionen hat, selber motiviert, diszipliniert ist, was aus ihrem Leben macht, ist man auch einfach schon viel mehr in dieser Macherenergie, in dieser Maskulinität. Und dann brauchst du keinen Mann, der dann zu Hause gammelt und sich denkt, ah perfekt, ja, meine Frau kümmert sich ja um alles. Meine Frau bringt ja das Geld nach Hause, kann ich ja zu Hause chillen und nichts tun. Ja, kannst doch mal den Mann zum Essen ausführen dann, oder? Wenn du so maskulin unterwegs bist, ist doch alles super. Ja, also, ja, wie gesagt, für mich widerspricht sich das einfach ein bisschen, dieses Emanzen-Ding. Also Karriere-Ding und dann trotzdem mit dem Provider-Mann. Also entweder oder. Wenn ich jetzt einen Job habe, emanzipiert bin, ich habe einen guten Job oder ich konzentriere mich auf meine Karriere, dann verdiene ich doch damit Geld. Dann brauche ich doch gar nicht einen, wie sie sagt, einen Provider-Mann, der für mich alles bezahlt. Also da kann ich das doch selber bezahlen. Ich glaube, sie will das Cash stacken, was sie verdient, um Millionär zu werden, und währenddessen soll sie der Mann durchfüttern. Das ist jetzt, glaube ich, der große Gotcha-Move hier. Ja, oder... Wahnsinn. Ich will jetzt nicht fies sein. Das Problem ist, ich weiß halt, was sie studiert. Ich habe ja auch mal sowas studiert. Sie studiert Psychologie. Ich könnte mir halt fast vorstellen, sie will halt irgendeinen Job in Psychologie haben, der vielleicht, wo man jetzt nicht vielleicht viel Geld verdient, aber der ihr Spaß macht, weißt du? Und hat dann am... Warte, sie studiert Psychologie? Ja, das hat sie mal in irgendeinem... Und hat gesagt, so ungeordnete Gedanken? Um Gottes Willen. Auf jeden Fall ist das ja oftmals jetzt nicht ein super hochbezahltes Karrierefeld und will halt aber dann vielleicht einen Mann haben, der nebenher richtig viel verdient. Also, dass sie halt beides hat. Sie hat einen Job, der ihr Spaß macht,
und dann von dem Mann auch noch das Geld dazu. Ich verstehe. Also sie will ihr Hobby ausleben, wenn man so möchte. Könnte ich mir vorstellen, ja, ja. Also so Karriere als Hobby so ein bisschen, weißt du? Mhm. Also gar nicht so sehr der Karriere wegen, von wegen, ich muss jetzt super viel verdienen, sondern Karriere der Selbstverwirklichung wegen. Das ist wahrscheinlich der richtige Begriff, Selbstverwirklichung. Ja gut, und da braucht sie, das stimmt, da braucht sie dann einen Versorger. Ja, ja. Ja, ja. Okay, weiter. Nein, genau das Gegenteil, Leute. Man braucht einen Mann, der noch stärker ist, der noch mehr der maskuline Energie verkörpert und einfach, ja, auch finanziell oder egal in welchem Gesichtspunkt, einfach einem eine gewisse Sicherheit geben kann. Aber schön, dass ihr das Finanzielle zuerst sein. Ja, ja, klar, klar. Das ist ihr scheinbar wichtiger. Ja. Die man auch schauen kann und einfach, ja, in seiner femininen Energie bleiben kann. Und das heißt nicht, dass ich dann nicht meiner Karriere weiter hinterhergehen kann oder sonst was. Aber spätestens, wenn ich dann Kinder bekomme, möchte ich einfach diese Aufgabe dem Mann übergeben, möchte mich auch auf den verlassen können. Und dann möchte ich auch einen Mann, der stolz darauf ist, sagen zu können, so, meine Frau muss sich keine Sorgen machen. Jetzt war sie dann doch auf einmal ein bisschen based am Ende. Ja, jetzt hat sie ja immerhin das Thema Familienplanung angeschnitten und Kinder kriegen, ja. Also dann, wenn du eine Familie hast, dann gebe ich dir den Punkt mit dem Provider-Mann, meinetwegen. Mhm. Gut, über das, diese überhebliche Art mit dem 1,5 netto braucht man reden, das finde ich unser aller Kanone. Ja. Weil egal, wie viel man verdient, wer hart arbeitet, sich Mühe gibt, ich meine, das muss man auch honorieren. Ja. Das ist, denke ich, so wie du gesagt hast, bei ihr ist das nur, um sich auszuleben mit dem Arbeiten. Ich denke mal tatsächlich, ja. Ja, so eine Selbstverwirklungsgeschichte. Ja, ja. Gut, jetzt haben wir das letzte Video. Jetzt werden hier Männer bewertet. Also so interessante was Thesen von Männern gestellt. Okay, auf geht's. So. Ja, ich glaube. Was, wenn man mit einem Typ ohne Führerschein wird? Mal bekommen. Irgendwas mal bekommen. Mach kurz Pause. Ja, wir machen mal nach jeder These hier Pause. Also, ja, was sagst du dazu? Ja, ich habe einen Führerschein, Mädels. Ja. Nee, ich finde das zum Beispiel unfassbar albern. Also, das ist wirklich so ein Weltbild wie aus einem schlechten Ami-Film, weißt du? Oh, der Footballspieler holt mich mit seinem Auto ab oder so. Ist doch scheißegal, ob einer im Zug und Bus und Bahn fährt den ganzen Tag. Oder mit Auto. Also, er ist der Quarterback. Okay. Ja, die Verknüpfung irgendwie fand ich es auch. Also, jetzt mal ohne Mist. Angenommen, da kommt so eine 10 von 10 daher. Ja. Als ob die dann sagen, oh, Führerschein fehlt. Na. Ja, denke ich auch nicht. Es ist natürlich TikTok-Content, was die macht, auch sehr provokant. Also, die wird auch viel einfach ragebaiten, ganz ehrlich. Klar, also, klar. Es ist hart, überspitzt. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gut, weiter. Auch 5 von 10. Wollen wir gar nicht diskutieren, ist halt fast schon. Minus 1, ja, okay, ja. Der war lustig, ja. Ja, ich glaube, das haben sie scherzhaft gemeint. Aber geht dir feiern und kaufst so einen Club die ganze Zeit so Belvedere und sowas und flex damit so. Badewanne und so. Ja. Was kauft der? Belvedere, das ist wahrscheinlich irgendein Champagnerwein. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich habe es einfach akustisch überhaupt nicht verstanden. Ah, Belvedere Wodka. Wenn ich hier Belvedere eingebe, kommt als erstes Belvedere Wodka. Das ist wahrscheinlich irgendein Shigimiki-Wodka, der in der Disco, was weiß ich, wie viel kostet. Also er wird nicht 1,5k verdienen dann. Mhm. Ja, aber er ist ein Angeber, oder was? Okay, also, was ist denn jetzt hier die Meinung der Frau? Oh, Bro, das ist eine minus 10 eigentlich. Komm, 0. Nee, eine 0. Das ist halt schon cringe, ich kann Leute. Nicht mal eine 1 geben. Wer sonst nichts nicht. Hat, mit dem man flexen kann. Nee, allgemein, dass der überhaupt jedes Wochenende noch feiern gehen muss. Ja, reicht sogar schon. Er ist eine 10 von 10. Pause. Das fand ich jetzt überraschend basiert. Also, fand ich gut. Das ist denen scheinbar, das hätte ich so gar nicht gedacht, ehrlich gesagt, so wie die geschminkt ist. Die rechts, die Frau. Ich dachte, die wäre schon so eine Feiertante. Naja, aber dass angenehm. Er alleine geht, verstehst du? Und dann potenziell. Ach so, er geht alleine. Trifft, so, weißt du? Ging es darum?
So habe ich verstanden. Ach so, das habe ich überhört. Dass sie da zu Hause sitzen. Ach so, nee, ich dachte, es ging generell um das Thema Feiern und dass er halt sonst nichts im Leben hat. Ja, genau, okay. Er geht ja jedes Wochenende feiern und da ist es auch egal, ob sie dabei ist oder nicht. Der flext dann halt rum, ja. Und lernt potenziell die nächste Partnerin kennen und deswegen. Okay, so verstehst du, alles klar. Ja, gut, so, nächste These. Er ist eine 10 von 10, aber. Nötig. Also so Blumen schenken. Aber er findet Blumen unnötig, okay. Ja. Geld verschwenden. Muss ich mal was anderes sagen? Wir sagen bei allem 0 und minus 10. Okay, ja. Blumen unwichtig zu finden. Ich finde Blumen sau wichtig, aber halt jetzt nicht. Dann schon ja, so nee, 101 schon auch, rote Rosen. Halt weißt du, so ein fetter Strauß und ja. Blätter. Ja, muss schon sein. Okay, was ist das jetzt? Wie ist es eine 6? Für mich ist es eine 3 bis 4. Schäme mal wieder ganz kritisch. Aha, es findest du die natürlich Dings eigentlich. Wie ich die finde? Ja. Von 0 bis 10. Ach so, jetzt vom Aussehen her. Naja, also, ja. Boah. Und vom Charakter natürlich. Also, wir sind ja hier der Kulturpodcast. Jetzt vom Aussehen, ja, lass uns ehrlich sein, hässlich ist die nicht 7, 8. Also, ja, so, ja eher 7 wahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin. Die rechts daneben, wegen der ganzen Schminke, muss ich ehrlich sagen, auch eher 7. Ja, 8, komm. Ich bin da drunter. Ich meine, die sind beide jung. Wisst ihr was? Ich gebe den beiden 8. Ich gebe den beiden eine 6. Ja. Echt? So weiß es für mich absolut Durchschnitt, ja. Okay, krass. Das ist wahrscheinlich auch gepaart wegen den Aussagen, die bis jetzt gekommen sind. Ja, auf jeden Fall. Wie siehst du es jetzt eigentlich mit dem Thema Blumen? Boah. Bei mir 0 von 10 tatsächlich. Ach, so. Du findest Blumen wichtig, meinst du? Nee, ich finde die absolut unwichtig. Ja, ich auch. Ich muss auch dazu sagen, ich bin ganz froh, meine Freundin will überhaupt keine Blumen. Ich habe der einmal Blumen geschenkt, die hat gesagt, bitte nicht wieder, ich mag das nicht, weil die verwelken nur und da habe ich keinen Bock. Genau, also wenn, dann verschenke ich halt irgendwelche Pflanzen im Kübel oder halt irgendwelche anderen Aufmerksamkeiten. Ja, sowas, da gibt es tausend andere Sachen. Boah, nee, ist absolut nicht meine Wellenlänge. Ist eh langweilig. Gut, das war jetzt das letzte Video hier von der guten Caroline.mxk. War mal was anderes. Schreibt uns gern, ob ihr vielleicht einen anderen Vorschlag habt für jemand anderen, einen anderen cringigen TikTok oder so. TikTok vielleicht so Lifestyle-mäßig. Ja, das ist ein TikTok-Universum ist groß und wir wollten mal was machen, was nicht nur politisch ist, mal was Erheiterndes. Richtig, ja, das ist ja ein Kulturpodcast und das war jetzt 100%, 10 von 10 Kultur. Ja. Alles klar, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.